Hey, willkommen zurück und schön, dass du wieder da bist. Heute geht es darum, wie du deine Beziehung zu anderen Menschen, das sind Männer, aber auch Frauen, verbessern kannst, wie du glücklichere Beziehungen führen kannst, glücklichere Freundschaften führen kannst, mehr Freundschaften führen kannst, mehr Freundschaften finden kannst, aber natürlich auch die Beziehung zu den Frauen, die du hast, vertiefen und festigen kannst. Also ganz wichtiges Thema, ne? Es geht ja hier immer um Beziehungen und es geht hier auch nicht nur um Frauenbeziehungen. Oft kriege ich auch die Frage, hey Tim, wie kann ich es denn schaffen, neue Freunde zu finden oder wie kann ich es denn schaffen, engere Beziehungen mit den Leuten einzugehen? Und dazu habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, bin ich gerade ein interessantes Buch am Lesen, nämlich Sozialpsychologie von Frag mich nicht nach dem Autor, ist ein wissenschaftliches Buch, ist ein Buch, was man normalerweise in einem Psychologiestudium lesen würde. Ich lese es einfach an sich sehr gerne, ich interessiere mich einfach für dieses Themengebiet. Und da ging es halt darum, wie Beziehungen entstehen und was wichtig ist, damit Beziehungen A, überhaupt erstmal zustande kommen, aber auch B, damit sie halten. Und da gibt es einige Faktoren, die du beachten kannst, die dir dabei helfen können, zum Beispiel neue Freundschaften zu gewinnen. Ich weiß, dass das ein großer Punkt ist, ich kenne das von mir selber, dass wenn man so in den 20ern ist, dann ist es ja so, dass man viel rumzieht, man zieht von zu Hause aus in eine neue Stadt, egal ob man jetzt vielleicht eine Ausbildung macht oder ein Studium. Und dann ist natürlich die Frage da, wie lerne ich neue Leute kennen? Wenn man jetzt im Studium ist, ist das relativ einfach. Warum das ist, dazu kommen wir dann gleich. Aber diese Tipps werden dir auf jeden Fall weiterhelfen, um die Frage zu klären, okay, wie kann ich denn an neue Freunde rankommen? Von einer rein wissenschaftlichen Perspektive tatsächlich. Die erste Sache, die wichtig ist, ist das Gesetz der reinen Nähe oder das Mere Exposure Gesetz. Mere Exposure bedeutet einfach, je öfter du einer Sache ausgesetzt bist, desto sympathischer empfindest du sie. Das ist sowohl mit Werbung so, als auch mit Personen. Ne, dadurch, also das erklärt auch, warum zum Beispiel Coca-Cola ständig wieder Werbung macht, denn je mehr du das siehst, desto ja, mehr wird es eine Gewohnheitssache für dich. Coca-Cola ist ein sicheres Ding für dich, du kennst das, du, ja, es gibt dir Sicherheit und deswegen empfindest du eine gewisse Sympathie der Marke gegenüber. Was natürlich nicht heißen muss, dass die Sympathie kaputt gemacht werden kann, das kann sie natürlich, ist aber ein anderes Thema. Und genauso ist es mit Menschen. Und das erklärt auch, warum, wenn du an die Uni gehst, es relativ einfach ist, neue Freunde zu finden. Über das ganze Semester sitzt du ja mit verschiedenen Leuten in einem Kurs. Und am Anfang sind die Leute dir vielleicht noch fremd, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn du einfach nur in einem Kurs mit Leuten sitzt, selbst wenn du mit diesen Leuten nicht interagierst, also nicht mit denen sprichst, über die Dauer findest du die Leute sympathischer, einfach nur, weil du sie öfter siehst. Deswegen werden auch Leute, die Nachbarn voneinander sind, wahrscheinlicher Freunde, weil man diese Leute öfter sieht. Das heißt, das ist eine Sache, die du generell schon mal nutzen kannst. Das ist eine wichtige Sache zu verstehen. Je öfter du dich in einer Umgebung aufhältst mit Leuten, wiederholt mit den gleichen Leuten, desto mehr werden einfach Sympathie und Freundschaften entstehen können. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Karatekurs gehst, um neue Leute kennenzulernen, um ein bisschen Karate zu machen, dann geh halt auch eine Weile zum Karatekurs. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil du der Neue in der Gruppe bist, aber mit der Zeit werden sich die Leute an dich gewöhnen, wird Sympathie entstehen und dann kann da auch Freundschaften daraus entstehen. Und dieser Gedanke mit, geh ja zum Karatekurs, wenn du Karate machen willst und neue Freunde finden willst, führt uns auch zu einem weiteren Punkt, der natürlich ganz klar ist, nämlich Gemeinsamkeiten. Es gibt ja immer diesen Spruch, Gegensätze ziehen sich an oder Gemeinsamkeiten ziehen sich an. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn wir zum Beispiel weibliche Partner suchen für eine feste Beziehung, wir eher auf Gemeinsamkeiten schauen und Gemeinsamkeiten auch eher dafür sorgen, dass die Partnerschaften bestehen bleiben. Wenn wir jetzt ein rein sexuelles Abenteuer suchen, dann suchen wir tatsächlich eher Unterschiede, um so ein bisschen dieses Abenteuer zu haben, eine Person, die wir vielleicht nicht ganz kennen, die wir nicht ganz einschätzen können. Aber Beziehungen zwischen Leuten, die verschiedene Ansichten haben, die keine Gemeinsamkeiten haben, sind deutlich schwerer aufrechtzuerhalten. Ganz egal, ob du jetzt von Freundschaften oder Männern oder Frauen redest oder von Partnerschaften. Das heißt, Gemeinsamkeiten ist ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen sage ich auch immer, wenn du jetzt mit Frauen flirtest, wenn du Frauen kennenlernst, ist einer der wichtigsten Punkte, das, was du da tun solltest, Gemeinsamkeiten zu schaffen in den ersten Minuten des Kennenlernens. Denn das sorgt dafür, dass man sich sympathischer ist. Und diese Sympathie kann dann dafür sorgen, dass man sich wieder sieht. Wenn man es nicht schafft, Gemeinsamkeiten zu finden, vielleicht gibt es ja auch einfach gar keine, dann wird das meistens auseinandergehen und ist ja in den meisten Fällen noch besser so, weil was würde man miteinander machen, wenn man sich sowieso nicht versteht? Das heißt, Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten ist ein weiterer großer Faktor und da kann man wirklich spezifisch schauen, dass man diese Ähnlichkeiten, diese Gemeinsamkeiten herausarbeitet, dass du wirklich den Fokus in der Unterhaltung mit anderen Leuten darauf legst, okay, was sind denn die Dinge, die du magst? Was sind die Dinge, die ich mag und wie können wir da eine Connection finden? Wie können wir eine Gemeinsamkeit finden? Und wenn du diese Dinge rausarbeitest mit der Person im Gespräch, dann kann das einfach dafür sorgen, dass da mehr Sympathie entsteht und eine Beziehung wahrscheinlicher wird. Wie gesagt, egal ob jetzt eine partnerschaftliche Beziehung mit einer Frau oder eine freundschaftliche Beziehung
mit einem Mann. Wir fühlen uns eben von den Leuten angezogen, die uns ähnlich sind, weil es einfach unsere eigene Einstellung bestätigt und uns positive Gefühle gibt. Das ist sowieso so ein Grundgedanke dieses ganzen Wie entstehen Beziehungsthemas, nämlich eine Gewinn-Kostenrechnung. Ja, Beziehungen basieren auf einer Gewinn-Kostenrechnung. Das heißt, es wird immer, also optimalerweise besteht in einer Beziehung ein ungefähr gleicher Wert zwischen Gewinn und Kosten. Das heißt, du ziehst einen Gewinn aus der Beziehung, aber du hast auch gewisse Kosten. Ne? Das heißt, vielleicht musst du zur Feier deines Kumpels gehen, obwohl du keinen Bock hast, um ihn zu unterstützen, aber gleichzeitig hört er dir auch immer bei deinen Problemen zu. Ja, du ziehst etwas aus der Beziehung raus, aber du musst auch etwas in die Beziehung investieren. Und Beziehungen funktionieren immer dann am besten, wenn Kosten und Nutzen ungefähr gleich sind. Wenn es in einer Beziehung so ist, dass du viel mehr investieren musst und die andere Person dir eigentlich gar nichts zurückgibt, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Es wird sich für beide Leute schlecht anfühlen und solche Beziehungen funktionieren auf Dauer nicht. Und witzigerweise ist es so, dass wir Menschen ein ganz normal intuitives Gefühl dafür haben, wenn Beziehungen nicht auf einer Ebene liegen. Das heißt, du kriegst es mit, du spürst es, wenn eine Beziehung, die du führst, nicht so ganz im Ausgleich ist. Und das fühlt sich dann für beide Beziehungsteile nicht ganz korrekt an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Das heißt, wenn es dir schwerfällt, Freundschaften zu finden, neue Beziehungen zu gründen, dann kannst du auch mal darüber nachdenken, okay, was haben denn die Leute überhaupt davon, wenn sie mit mir befreundet sind, wenn sie mich kennenlernen? So. Ein ganz einfacher Punkt, damit habe ich sehr früh angefangen, ist, wenn du neue Leute triffst, frag diese Leute viel, hör diesen Leuten zu, interessier dich für die Leute. Ne? Das ist schon mal ein großer Wert, den du geben kannst und der erste Wert, den du geben kannst. Ne? Weil alles andere kommt dann ja danach. Aber im ersten Treffen mit einer Person kannst du ihr halt deine Aufmerksamkeit geben und das ist ein gewisser Wert. Denn viele Leute haben keine Personen, die ihnen zuhören. Und wenn man alleine das kann, wenn du aufmerksam zuhören kannst, wenn du diese Fähigkeit besitzt, dann ist es einfach ein enormer Wert, den du da der anderen Person bieten kannst. Und es ist wirklich, es gibt keine einfachere Möglichkeit, als Wert zu geben, als diese Möglichkeit zuzuhören, aufmerksam zuzuhören. Ich habe teilweise Beziehungen in meinem Leben, wo es wirklich so ist, die anderen geben mir einen gewissen Wert. Und mein Wert ist, dass ich wirklich zuhöre. Ich höre den Leuten zu, aber ich höre den Leuten auch gerne zu. Also ich finde es, ich interessiere mich einfach für psychologische Hintergründe, für psychologische Inhalte und deswegen finde ich es immer spannend, wenn Leute mir aus ihrem Leben erzählen. Es gibt auch einen Punkt, wo ich dann keinen Bock mehr drauf habe, auf jeden Fall, aber generell finde ich es sehr interessant, so was passiert in deren Leben und wie setzt sich das zusammen und warum machen die das so, was ist ihre Motivation dahinter, das finde ich einfach super spannend und das ist auch der Wert, den ich gebe. Deswegen mach dir mal Gedanken darüber, was ist denn der Wert, den du geben kannst? Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann machen auch solche Dinge wie Status Sinn. Ne? Wir haben einmal darüber gesprochen, dass Status bei einem Mann sehr wichtig ist. Wenn du einen hohen Status hast, ist das attraktiv für die Frau. Und das macht in dieser Werttheorie natürlich Sinn, denn du gibst einen gewissen Wert. Wenn die Frau sich dann mit dir assoziiert, sagen wir mal dem erfolgreichen CEO von Siemens als Beispiel, der bist du natürlich nicht, aber nehmen wir mal an, der wärst du, dann assoziiert sie dich mit dir oder du bist dann ihr Mann und dann hat sie natürlich einen gewissen Wert dadurch. Und das ist eine Form von Gewinn, den sie dadurch hat. Na? Und deswegen ist sozialer Status ein Wert und funktioniert im Thema Anziehung sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und das sind alles solche Sachen, die du dir anschauen solltest oder die du ja bedenken und beachten solltest, wenn es darum geht, neue Freundschaften zu kreieren. Das heißt, der reine mir Exposure-Effekt, also das reine Nähe-Ding, halte ich halt an Orten auf, immer wieder an Orten auf, wo die Leute sind und dann wird man sich aneinander gewöhnen und daraus können dann schnell Freundschaften entstehen. Ob das jetzt im Uni-Vorlesesaal ist, beim Karatekurs, Fitnesscenter oder wo auch immer. Einfach dadurch, dass man zusammen ist, dass man in der gleichen Umgebung ist, sich erneut sieht, baut sich eine gewisse Sympathie auf. Und dann natürlich die Sache der Gemeinsamkeiten. Da haben wir darüber gesprochen. Schau, dass du Gemeinsamkeiten rausarbeitest, denn Gemeinsamkeiten verbinden die Leute. Nicht-Gemeinsamkeiten trennen die Leute eher. Das heißt, Gegensätze ziehen sich hier an der Stelle nicht an, beziehungsweise nur für kurze sexuelle Arrangements. Und der dritte wichtige Punkt, den du bedenken solltest, ist, wie ist der Werteausgleich? Ne? Wie ist der Werteaustausch? Was kann ich für Werte mitbringen in eine Beziehung, in eine neue Beziehung? Das Einfachste, was du mitbringen kannst, und da sind Frauen tatsächlich sehr gut auch drin, ist zuhören und Aufmerksamkeit geben. Positive Gefühle, Aufmerksamkeit, zuhören, einer der wichtigsten, wertvollsten Sachen, die du einer Person geben kannst. Viele Leute haben überhaupt nichts davon in ihrem Leben. Positive Emotionen ist eine andere Sache. Ich habe einen Kumpel, immer wenn ich mit dem unterwegs bin, dann wird es total lustig, man hat viel Spaß, man lacht die ganze Zeit und ich bin super gerne mit diesem Kumpel unterwegs. So, einfach nur, weil es ist halt lustig, mit ihm unterwegs zu sein. Das ist ein Wert, den er mir gibt. Ne? Und so entstehen halt Beziehungen und so bleiben Beziehungen auch. Ne? Dass es auf einer gleichen Ebene bleibt, dass es Gemeinsamkeiten gibt.
Und entstehen tun sie halt durch zum Beispiel diesen Mirror-Exposure-Effekt, dadurch, dass man sich sehr nahe ist oder immer wieder sieht. Und das sind Dinge, die man nutzen kann oder die du nutzen kannst für deine Beziehungen oder deine zukünftigen Beziehungen mit Männern sowie mit Frauen. Schön, dass du dabei warst. Das war es hier am Freitag. Sonntag gibt es das nächste Video. Wenn du dazu noch Fragen hast, Videovorschläge in die Kommentare. Ansonsten kannst du hier oben links den Channel abonnieren, auch die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz nächstes Jahr bewerben. Die sind jetzt offen. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.